Hallo zusammen. Also zunächst freue ich mich sehr, dass ich hier kurz vorstellen darf. Mein Titel lautet ICM Vision, eine Karl-Rogersche Mediensprache als Zukunftsmusik. Humanistische Psychologie, personenzentrierter Ansatz, eine Nominierung für den Friedensnobelpreis. Die Lebenszeit von 1902 bis 1987. 16 Bücher und mehr als 200 Aufsätze. 1961 das Buch On Becoming a Person und 1969 das Buch Lernen in Freiheit. Einige von Ihnen werden wahrscheinlich jetzt wissen, um wen es geht. Andere werden es eventuell erahnen und andere werden eventuell vielleicht den Namen noch nie gehört haben oder zumindest die Details noch nie gehört haben. Es ist Carl Rogers, bekannt als Psychotherapeut. Er ist Psychologe, er war Forscher und wurde am Ende seines Lebens für den Friedensnobelpreis nominiert für seine Friedensarbeit zwischen den Ländern und Nationen. Carl Rogers hat ursprünglich sehr viel geforscht im Bereich der Psychotherapie, ist dann weiter übergegangen in den Bereich der Beratung und ist auch beim Lernen hat dort ganz zentrale Forschungen gemacht. Begriffe, die mit ihm verbunden sind das signifikante Lernen, die Aktualisierungstendenz, the fully functioning person, die Begegnung im vollen menschlichen Sinne und die Einzigartigkeit des Individuums. Ich werde natürlich jetzt im Rahmen von diesem kurzen Vortrag nicht auf diese Punkte eingehen können, möchte Sie aber anregen, diese Dinge nachzugucken, mal dort tiefer oder vertiefter einzusteigen. Ganz zentrale und immer mit Rogers in Verbindung gebrachte Kernelemente sind die Empathie, die positive Zuwendung und die Kongruenz. Diese Begriffe hören wir in vielen unterschiedlichen Kontexten und sie sind uns natürlich vertraut. Sie gehen ganz stark auf die Arbeit von Carl Ransom Rogers zurück. Beziehungen, die von Empathie, positiver Zuwendung und Kongruenz geprägt sind, sind der Schlüssel zu menschlichem Wachstum und menschlicher Entwicklung. So Carl Rogers. Es entsteht eine positive Atmosphäre, die Lernen und Motivation ermöglicht. Wir als Lehrende geben ein Beziehungsangebot. Das ist eine wesentliche Haltung von uns. Und Rogers Meinung war, dass dieses Beziehungsangebot übergeordnet und unabhängig von Methode und Didaktik ist. Die Frage nach einer Karl-Rogerschen Kurs- und Mediengestaltung, die vor allem in der Out-of-Class-Phase wirksam ist, stellt sich mir. Beim Inverted Classroom ist es nachvollziehbar, dass in der In-Class-Phase Empathie, positive Zuwendung und Kongruenz durch mich als Lehrende direkt umgesetzt werden kann. Die Frage ist, kann in der Out-of-Class-Phase ebenfalls Empathie, positive Zuwendung und Kongruenz umgesetzt werden. Die Out-of-Class-Phase entspricht einem asynchronen Setting. Wir haben auf der einen Seite den Student, die Studentin, auf der anderen Seite die Lehrperson, die aber natürlich in der asynchronen Phase irgendwie vertreten wird durch das Learning-Management-System, durch Moodle, durch die Medien, die wir einsetzen, durch bestimmte Elemente, die wir sonst noch einsetzen und die Gestaltung unserer Kurse. Und können diese Elemente Empathie, positive Zuwendung und Kongruenz vermitteln? Hier nochmal eine Übersicht. Die Out-of-Class-Phase, dort spielen Mediengestaltung, der Kursaufbau, die Elemente der positiven Zuwendung, die Handschrift der Lehrperson, die eventuell noch in den Elementen vorhanden ist, und Elemente, die Empathie vermitteln,
eine große Rolle. Ich möchte Sie mit dieser Lernfolie anregen zum Nachdenken, selbst vielleicht die eine oder andere Idee zu generieren. Für mich waren jetzt die folgenden Punkte relevant. Ich sehe in der positiven Zuwendung folgende Möglichkeit, also ich hier sehe die Möglichkeit, in folgenden Elementen die positive Zuwendung umzusetzen. In der Sorgfalt, die ich an den Tag lege, in den Fragemöglichkeiten, die ich biete, in Wahlmöglichkeiten, die ich biete, in der Abwechslung, die ich biete, in dem, dass ich Produkte, die die Studierenden erschaffen haben, integriere und indem ich Ideen der Studierenden aufgreife. Die Kongruenz habe ich versucht zu implementieren, indem ich die Kurse kreativ gestaltet habe, indem ich Audios eingesprochen habe, indem ich versucht habe, regelmäßig ein echtes Feedback zu geben, indem ich mich als Kurator der Lernelemente sehe, die abgestimmt sind auf die individuellen Bedürfnisse und indem ich eigene Erfahrungen von mir als Lehrperson und aus meiner Lebenserfahrung eingebracht habe. Die Empathie in der Out-of-Class-Phase habe ich jetzt hier mal mit zwei Stichworten benannt. Das ist, dass eine Selbstbewertung statt einer Fremdbewertung möglich wird im Kurs und dass natürlich die Studierenden das Lerntempo auf sich selber anpassen können. Hier sind auch für mich die meisten Fragezeichen in der Umsetzung. Gerne würde ich diese Diskussion anschließend nutzen und auch den Vortrag überhaupt hier auf der Konferenz mit Ihnen Gedanken zu teilen, Ideen zu generieren, Erfahrungen auszutauschen und Anregungen für uns alle zu sammeln. Herzlichen Dank für diese Möglichkeit und ich freue mich auf den Austausch.